Kokain. Die meisten Konsumenten haben überhaupt gar keine Ahnung, was diese Droge mit Organen wie Herz oder Gehirn anrichtet. Schon aus vergangenen Videos von mir ist abzuleiten, dass ich Kokain zu den gefährlichsten und schädlichsten Drogen rechnen würde und die Substanz daher selbst nur 3-mal in meinem Leben konsumiert habe. Aber jetzt, wo der YouTuber Mois eine Art Kokainpsychose zu haben scheint und ich auch mitbekomme, dass diese elendige Droge immer populärer zu werden scheint, ist es eine gute Gelegenheit, ein Video über weniger bekannte Kokaingefahren zu machen und genau zu erläutern, wie Kokain das Gehirn zerstört. Ich meinte, ich esse dich auf deinen Sohn, der heute am Donnerstag auf Väter Geburtstag hat. Dass Kokainkonsum Nasenschäden, Herzinfarkte, Depressionen, Muskelzucken, sexuelle Dysfunktion, Angst, Paranoia, Aggressivität, ein großes Ego auslösen kann und die Suchtgefahr sehr hoch ist, dürften die meisten wissen. Was viele aber nicht wissen, ist, dass Kokain beispielsweise deutlich schädlicher ist für das Herz-Kreislauf-System als Stimulanzien wie Speed. Speed ist auch schon ziemlich gefährlich, weshalb ich Speed nur 4-mal in meinem Leben genommen habe. Wenn ich jetzt gleich genauer aufschlüssele, inwiefern Kokain gefährlicher ist, will ich damit nicht sagen, dass Speed gut ist und Koks schlecht, sondern weil Kokain kürzer wirkt, es ja irgendwie noch aus der natürlichen Coca-Pflanze gewonnen wird, man da eher einschlafen kann, gibt es viele, die nicht ahnen, dass Koks hier die eindeutig riskantere Substanz ist. Sowohl Kokain als auch Speed belasten das Herz-Kreislauf-System, indem sie die Herzfrequenz erhöhen, aber gleichzeitig die Gefäße verengen und somit den Blutdruck erhöhen. Kokain verengt die Blutgefäße aber deutlich stärker, weshalb es da viel eher zu Schlaganfällen und Herzinfarkten kommen kann. Des Weiteren ist Kokain auch generell toxischer für das Gehirn und hat auch ein höheres Suchtpotenzial. Ich habe letztens mehreren Menschen erklärt, was Kokain genau mit dem Gehirn macht und wie die Sucht entsteht, und allein die Erklärung hat bei vielen Menschen dazu geführt, dass sie sich sofort vorgenommen haben, den Konsum zu unterlassen. Kokain zerstört quasi buchstäblich dein Gehirn, indem es dein Gehirn zu einem Suchthirn umbaut. Diese Prozesse finden vor allem statt im orbitofrontalen Kortex und dem dorsolateralen präfrontalen Kortex sowie dem anterioren zingulären Kortex. Lass uns mit dem orbitofrontalen Kortex, kurz OFC, beginnen. Der OFC ist wie der CEO deines Gehirns, der für wichtige Entscheidungen und Impulskontrolle verantwortlich ist. Er ist die Stimme der Vernunft, der dir auf einer Party sagt, dass du jetzt genug konsumiert hast. Obwohl du schon irgendwie auch weißt, dass mehr Drogen mehr Spaß bedeuten könnten, hält dich der OFC davon ab. Er ist der Teil in dir, der dich davon abhält, den Kinderwagen vor das Auto zu schubsen, obwohl du dir kurz denkst, dass es ein vielleicht ganz lustiger Prank wäre. Was? Hab nur ich solche Gedanken? Aber bei regelmäßigen Kokainkonsumenten wird dieser Bereich stark geschädigt, sodass die Fähigkeit, vernünftige Entscheidungen zu treffen, erheblich beeinträchtigt wird. Du kannst dich also sozusagen weniger kontrollieren und zurückhalten und wirst somit dann seltener bei Koks Nein sagen können. Aber auch in anderen Bereichen des Lebens kann es dazu kommen, dass du so unvernünftig handelst wie ein Mäus. Den ich getötet habe, versteht ihr mich? Aber ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du? Jetzt zum dorsolateralen präfrontalen Kortex, kurz DLPFC. Obwohl, kurz ist was anderes. Dieser Bereich ist wie der strenge Lehrer in deinem Kopf, der dafür sorgt, dass du deine Hausaufgaben machst und langfristige Ziele verfolgst. Aber was passiert, wenn dieser Lehrer durch Kokainkonsum ausgeschaltet wird? Deine Fähigkeit, Pläne zu machen und Impulse zu kontrollieren, wird drastisch vermindert. Du wirst impulsiver und weniger in der Lage, die langfristigen Konsequenzen deines Handelns zu bedenken. Ich fick dich, ich fick Salah, ich fick Salahs Vater mit diesem Schwanz, den ich hier wehre. Ich fick alles, was ich will, und ich werd's jetzt tun. Der anteriore zinguläre Kortex, kurz ACC, ist der Detektiv deines Gehirns. Er erkennt problematisches Verhalten und hilft dir, es zu korrigieren. Doch Kokain kann diesen Detektiv lahmlegen, sodass du nicht einmal mehr merkst, dass dein Verhalten schädlich ist. Das erklärt, warum viele Kokainabhängige Schwierigkeiten haben, die negativen Auswirkungen ihres Konsums zu erkennen und zu stoppen. Ich wurde heute 7-mal verhaftet, Bro, wegen Volksverhetzung gegen Juden. Aber das ist noch nicht alles. Kokain führt zu einer Verringerung der grauen Substanz im Gehirn, was eine beschleunigte Alterung und Degeneration der Neuronen verursacht. Ich ficke deine Mutter! Dein Gehirn wird zu einem Schlachtfeld, auf dem wichtige Strukturen langsam zerstört werden. Das führt zu einem Teufelskreis. Je mehr du konsumierst, desto stärker werden die betroffenen Gehirnregionen geschädigt und desto schwieriger wird es aufzuhören. Oft ist es nicht der erste Konsum, der süchtig macht, sondern das Verlangen nach dem Gefühl, das sich bei jedem Konsum mehr in den Kopf einbrennt. Ähnlich wie bei Zigaretten entwickelt sich die Sucht durch wie
wiederholten Gebrauch und die damit verbundene Linderung von Entzugssymptomen. Das Gehirn speichert das Verlangen nach der Substanz ab und schlägt sie immer häufiger als Lösung vor, wenn du dich schlecht fühlst. Ich habe Koks so selten genommen, ich weiß zum Glück gar nicht, wie es sich anfühlt, das Verlangen nach Koks zu haben. Also allein wenn du weißt, wie es ist, jetzt richtig Bock auf eine Line Koks zu haben, könnte es sein, dass sich die Dinge bei dir in eine falsche Richtung entwickeln und dein Gehirn schon zum Teil zu einem Suchthirn mutiert ist. Das gleiche gilt übrigens auch für andere Substanzen. Bei solchen stark süchtig machenden Substanzen machen Konsumenten häufig den Fehler, dass sie nur bewerten, was der einzelne Konsum jetzt für Auswirkungen hat. Ja, eine Line wird mich ja jetzt nicht umbringen oder mein Leben ruinieren oder mein Gehirn zerstören. Morgen bin ich ja wieder normal drauf. Und ja, das stimmt. Der einzelne Konsum wird jetzt isoliert betrachtet keinen großen Einfluss auf deine Gesundheit und dein Leben haben. Aber jede Sucht beginnt mit einem einfach nur immer häufiger werdenden Ja, das eine Mal geht ja schon klar. Vor allem fühlt sich die Wirkung von Koks auch häufig gar nicht mal so spektakulär an, dass man da oft nicht ahnt, was das Zeug alles mit dem Gehirn anrichten kann. Also lass am besten die Finger von Koks. Ja, ich sage das bei allen Drogen und ich meine das auch so, weil alle Drogen Gefahren birgen und der sicherste Weg ist die Abstinenz. Aber die Leute werden so oder so die unterschiedlichsten Substanzen konsumieren und ich hoffe, dass ihr durch solche Videos eine genauere Einschätzung der Gefahren treffen könnt. Ich tue mir gerade irgendwie schwer, das zu sagen, was ich sagen will, ohne einen Satz zu verwenden wie, ja, wenn ihr unbedingt was nehmen wollt, dann nehmt lieber Pilze anstatt Kokain, weil dann manche denken, dass ich irgendwie Pilze empfehle und für einzelne Menschen mit einer bestimmten Psyche könnten sie gefährlicher sein als Kokain. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Nehmt keine Drogen, aber erst recht kein Kokain.